Zweite Ausgabe der Restrukturierungstagung von Schulze und Braun. Diesmal im Palais Biron in Baden-Baden. In mehreren Vorträgen widmeten sich Experten aktuellen Marktentwicklungen in einzelnen Branchen sowie übergreifenden Trends und politischen Risiken als mögliche Krisenursachen für deutsche Unternehmen. Während politische Risiken meist einzelne Wirtschaftszweige betreffen, ist dies bei den großen sozioökonomischen Entwicklungen anders, weiß Patrick Ziechmann von PricewaterhouseCoopers. Und da sind eben die Verschiebung der wirtschaftlichen Machtverhältnisse Richtung Asien, die Demografie, dann der Klimawandel, technologische Wandel und Digitalisierung, ganz wichtige Themen, zusätzlich auch die Urbanisierung. Und aus diesen fünf eigentlich soziotechnologischen Megatrends entsteht die Notwendigkeit, dass sich Firmen und das wirklich branchenübergreifend transformieren. Im Moment sehen wir das ganz speziell in der Textilindustrie. Wir erwarten aber auch ähnliche disruptive Veränderungen auf jeden Fall in der Automobilindustrie, aber dahinter liegend auch der Maschinen- und Anlagenbau. Nicht? Und diese fünf Megatrends, die würde ich sagen, müssen alle Unternehmen letzten Endes auf ihrer Agenda haben und ihre Antworten dafür finden. Zwar freut sich Deutschland derzeit über ein Konjunkturhoch, doch dessen Fundament ist fragil, warnt etwa Dr. Armin Schmiedeberg von KPMG. Er sieht eine starke Abhängigkeit vom Ölpreis, vom Wechselkurs und dem Zinsniveau. Und das sind allesamt Faktoren, die Deutschlands Wirtschaft allein kaum beeinflussen kann. Hinzu kommen der demografische Wandel, Investitionslücken und weitere massive Auswirkungen aktueller Megatrends. Digitalisierung, Veränderung des Konsumverhaltens, sehr, sehr starke Klimavorgaben, die einen maßgeblichen Einfluss auf die deutsche Industrie haben werden. Das wird sich in den nächsten Jahren spürbar auswirken. Und das wird sich sicherlich nicht ob, sondern nur noch wann die Frage stellen, diese Wandel auf uns zukommen. Wenn der Zufall kommt und die Dinge sich tatsächlich drehen, beispielsweise in der Automobilindustrie hin zu stärkerer Elektromobilität, diese Konsequenzen heute zu durchdenken, ist sehr, 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 sehr wichtig. Zweitens ist die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren in der Produktivität nicht mehr gestiegen, sondern stagniert. Und insofern helfen alle Maßnahmen, die im Augenblick Produktivität ankurbelnd wirken, auch schon jetzt, um auf diese Situation vorbereitet zu sein. Wir stagnieren auf einem sehr, sehr hohen Niveau, sind von externen Einflüssen begünstigt und sollten uns aus dem Grunde an unsere Hausaufgaben machen. Das heißt insbesondere Kostensenkung, Produktivitätssteigerung, Effizienzerhöhung ist sicherlich jetzt wie, ich sage jetzt mal, Fingernägel schneiden, tägliche Übung. Auf der anderen Seite, die großen verändernden Faktoren werden uns sicherlich nicht unbeeinflusst lassen und je früher man sich mit denen beschäftigt, desto besser. Bereits heute schon muss sich insbesondere die Textilbranche diesen Herausforderungen stellen. Sie leidet derzeit unter weiter steigendem Druck auf die ohnehin geringen Margen. Gleichzeitig besteht hoher Investitionsbedarf in digitale Konzepte, Onlinehandel und Filialen. Für Tim Bayer, Insolvenzverwalter des Modelabels Zero, besteht in der Branche großer Handlungsbedarf. Wir können sagen, dass in der Textilbranche derzeit in einem wirklich Strukturwandel steht. Die klassischen Geschäftsmodelle in der Textilbranche, die wirklich über Wholesale, über den klassischen Einzelhandel gelaufen sind, die müssen sich deutlich verändern. Das tun sie teilweise, das haben sie teilweise getan, teilweise haben sie es noch nicht getan. Online spielt einfach eine sehr große Rolle inzwischen, nur online ist es auch nicht, sodass die typischen Player, die wirklich am klassischen alten Geschäftsmodell und den klassischen Markendenken festhalten, derzeit immer mehr in die Krise geraten. Der Unternehmer muss einfach diesen Strukturwandel mitgehen und wenn er diesen nicht mitgeht, sondern sklavisch an seinem alten Geschäftsmodell festhält, wird der Unternehmer in der jetzigen Zeit und in dem Wandel der Branche Probleme bekommen. Für deutsche Unternehmen, das ist bei der Tagung deutlich geworden, besteht großer Handlungsbedarf. Auch ohne, dass die Krise sichtbar ist. Darauf wird sich auch die Restrukturierungsbranche vermehrt einstellen müssen. Das Wetter spiegelte dabei die Erkenntnisse des Tages. Die Temperaturen sind hoch, aber es gibt einen klar erkennbaren Trend zu Gewitter.